Herzlich willkommen bei Synode 2010, aktuell hier aus Hannover von der Synodenwahl, der Bischofswahl genauer gesagt. Gerade eben passiert der erste Wahlgang und ein erstes Ergebnis liegt uns vor, das wir Ihnen natürlich auch gleich präsentieren wollen. Zur Wahl standen für die 77 Synodalen Ralf Meister und Dr. Wolfgang Gern. In diesem ersten Wahlgang entfielen 39 Stimmen auf Ralf Meister, den Medienexperten, wie man ihn ja nennt, und 36 Stimmen auf Dr. Wolfgang Gern. Es gab eine Enthaltung. Soweit ganz schnell für Sie der erste Stand. Bei mir im Studio jetzt Christoph Vetter. Er ist den ganzen Tag, auch den gestrigen Tag, schon für uns im Plenarsaal. Erste Frage an Sie. Wie war die Stimmung? Wie lief diese erste Wahl ab? Die Stimmung war sehr ernst. Man hat gemerkt, dass die Synodalen 11 Jahre lang nicht mehr gewählt haben. Die meisten Synodalen haben noch nie einen Bischof gewählt. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, was diese Wahl erstmal bedeutet als allererstes. Es bedeutet nämlich, dass keiner der beiden Bischofskandidaten Bischof ist, denn er braucht bei diesem ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit. Das schauen wir uns vielleicht jetzt auch nochmal in der Grafik kurz an, was das bedeuten würde. Wenn nämlich Herr Meister hätte gewinnen wollen heute, hätte er mindestens 52 Stimmen haben müssen bei 77 Synodalen. Da sehen wir hier jetzt einfach mal die Grafik. Hätte er die erreicht, wäre er heute schon Bischof gewesen. Wir können das Ganze natürlich auch noch mal kurz umdrehen. Wenn Wolfgang Gern heute hätte gewinnen wollen, hätte er eben mindestens diese 52 Stimmen haben müssen und dann nur 25 für Ralf Meister. Wenn jetzt jemand die Grafiken vergleicht, dann muss man einen kleinen Hinweis machen. Es gab bei der Wahl eine Stimme Enthaltung und eine Stimme von den 77 wurde nicht abgegeben. Von daher rechnen wir da mit zwar 52 nötigen Stimmen, aber nur 76 abgegebenen Stimmen. Was heißt das jetzt für den weiteren Fortgang dieser Wahl? Also wie gesagt, heute ja keiner der beiden Kandidaten durchgerutscht und auch nicht durchgefallen. Wie geht es jetzt weiter? Die Kirchenverfassung sieht vor, dass in 12 Stunden wieder gewählt werden kann. 12 Stunden, das wäre so um Mitternacht herum, da schlafen die Synodalen. Das heißt, morgen um 15 Uhr wird wieder gewählt, da findet der zweite Wahlgang statt. Unter den gleichen Bedingungen wie heute. Es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das heißt, der gewählt werden will, braucht 52 Stimmen. Lassen Sie uns ganz kurz auch nochmal die Wahl jetzt analysieren. Es gibt innerhalb der Synode 2 Synodalgruppen, die sich ein wenig unterscheiden. Auch hier wollen wir mal kurz eine Grafik uns anschauen. Da haben wir auf der einen Seite die Gruppe der offenen Kirche, die GOK, und auf der anderen Seite die lebendige Volkskirche, die LVK. Die Sitzverteilung 46 für die Gruppe offene Kirche und 31 für die lebendige Volkskirche. Wenn man das sich so anschaut, Herr Vetter, dann kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sozusagen die Synodalgruppen jeweils für einen Kandidat gestimmt haben. Genau, das kann man daraus nicht schließen. Man kann daraus schließen, dass das, was die Sprecher der Synodalgruppen gesagt haben, es gibt keinen Fraktionszwang, es gibt keine Probenabstimmungen in den Gruppen, stimmt. Die haben selber nicht gewusst, wie sie gegenseitig wählen. Jeder hat für sich selber entschieden. Manche haben vorher noch gesagt, ich entscheide mich um 15 Uhr, wenn der Wahlgang losgeht. Und von daher kann dieses Ergebnis nicht mit den Sitzzahlen der Gruppen verglichen werden. Es bleibt also weiter spannend hier in Hannover bei der Wahl zum neuen Landesbischof. Für Sie noch mal ganz kurz vielleicht die Grafik des Ergebnisses des ersten Wahlganges. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Hier hat es einen leichten Vorsprung von Ralf Meister, den Generalsuperintendenten aus Berlin. 39 Stimmen, 36 Stimmen für den Sozialexperten Dr. Wolfgang Gern. Wir werden Sie selbstverständlich weiter auf dem Laufenden halten. Jetzt ist erstmal Abwarten angesagt. Der nächste Wahlgang ist morgen am Donnerstag um 15 Uhr angesetzt. Trotzdem passieren natürlich noch viele spannende Sachen hier in Hannover. Dann werden wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten oder Sie klicken bei den Kollegen vorbei vom Online-Dienst. Auch dort gibt es spannende Texte und Bilder oder Sie schalten das Radio ein. Das Team des Evangelischen Kirchenfunks ist selbstverständlich mit den neuesten und wichtigsten Nachrichten für Sie auch dort präsent. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Reinklicken und wir sehen uns garantiert. Bis dahin.